Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial hier auf meinem Kanal Frozen. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr einen Banner wie den ihr hier jetzt gerade sehen könnt, erstellen könnt mit Cinema 4D und Photoshop CC. Ich habe das restliche Tutorial schon fertig und hier könnt ihr auch das Endprodukt sehen. Also ist wirklich ein schöner Banner geworden. Und wenn ihr so etwas oder ähnliches nachstellen möchtet, schaut euch doch bitte das ganze Tutorial an und lasst danach bitte noch eine Bewertung da. Und dann würde ich mal sagen, legen wir jetzt los. So, dann legen wir jetzt mal los mit dem Tutorial, wie ihr genau einen Banner erstellen könnt. Wie man ihn hier dann sehen kann. Habe ich hier gerade gezeigt, wie er aussehen wird am Ende. Ich werde es jetzt so schnell machen wie möglich. Und ja, als erstes brauchen wir entweder eine neue Datei hier in Cinema 4D, ich benutze R14, oder ein Lightroom, also mit speziellem Licht drin. Ich benutze einen, ich habe hier einen. Ich schaue mal, ob ich den in die Beschreibung stellen kann. Jetzt lösche ich hier erstmal den ganzen Text und alles bis auf die Lichter raus, dass ich hier nur den Lightroom habe, also mit diesen ganzen Lichtern hier. Und jetzt erstelle ich ganz schnell einen Text. Und zwar aus den Splines hier. Und hier gebe ich ein Tut. Tut. Weil es ist ja ein Tutorial. Dann nenne ich es Tut. Jetzt bei meiner Cinema 4D Version ist das etwas verbuggt. Öffne ich hier die Schriftarten. So. Dann suche mir eine schöne raus. Gemina 2 vielleicht, aber auch nicht, nein, so nicht. Das ist immer eine große Schwierigkeit, irgendwelche Schriftarten zu finden. Generell habe ich die meisten von davon.com. Und ja, nehmen wir doch einfach die. Die sieht ganz gut aus. Jetzt nehme ich einen Extrude Nurbs hier und ziehe einfach den Text mit gedrückter Maus, linker Maustaste darauf, bis der Pfeil nach unten erscheint, während ich es darüber halte. Und dann wird es so hier drunter gezogen. Dann kann ich erstmal auf dieses Minus klicken. Jetzt habe ich hier einen Text, auf dem Tutorial steht. Ich kann mal mit STRG R das rendern. Jetzt sieht es so aus. Und ich kann jetzt das hier tiefer oder weniger tiefer machen mit dem dritten Wert bei Movement. Kann man hier rechts auch schön sehen. Da wird es, hier wird die Tiefe des Textes verändert. Also das 3D-Objekt ist, das den Text widerspiegelt. Dann haben wir hier diesen Text in diesem wunderschönen hässlichen Weiß. Das wir natürlich nicht wollen. Wir wollen ein schönes Material oder Material darauf haben. Gehen wir hier rechts auf Content Browser, unter die Presets und schauen in unsere Material Packs, die wir uns vorher runtergeladen haben. Ich kann mal schauen, ob ich irgendwelche davon in die Beschreibung stecken kann. Ansonsten, da, die hier sind jetzt zum Beispiel aus dem 5000 Abo Pack von Robbie. Nehmen wir noch ein paar andere. Die sind, glaube ich, auch von Robbie, ja. Das ist irgendein Material Pack. Kann mal gucken, ob ich die Videos von dem verlinke, wo er die bereitstellt. Jetzt nehme ich die auch noch. Und vielleicht noch aus dem. Dann haben wir ein bisschen Auswahl. Das haben wir jetzt auch darin. Jetzt ein bisschen Tempo, also einfach alles hier runterziehen. Und ich ziehe das hier gerade mal kurz ein bisschen größer, das Fenster hier unten, damit ich besser sehen kann, was hier genau alles an Materials abgeht. Jetzt sehe ich hier gerade, welches nehme ich denn da? Das hier vielleicht. Nein, das sind keine Texturen, ist irgendwie kaputt. Nehmen wir doch mal. Wie wär's denn mit
dem hier. Das sieht doch nett aus. Ziehe ich einmal drauf. Mit dem ausgewählten Material klicke ich hier auf Projection und wähle Cubic aus, keine Ahnung, wie das in Deutsch heißt, und möglichst auch noch Seamless hier unten. Und ich mache das Fenster hier mal wieder kleiner. Drücke Steuerung R, um das wieder als Preview zu rendern. Und wir sehen hier diese wunderbaren Texturen da drauf. Vielleicht mache ich das ein bisschen weniger tief. So reicht's auch. Gut, jetzt haben wir den Text, aber man sieht ja bei vielen meiner Bannern, bei dem jetzt auch, dass der gedreht ist. Das geht auf mehrere Arten. Ich mache jetzt die kompliziertere Art, nämlich das dreimal kopieren, je nach Anzahl der Buchstaben. Und ich öffne die jeweils. Beim Text gehe ich im Textfeld T, U, T, halt wie den Text, jeweils immer einen Buchstaben. Jetzt ist das hier wieder so komisch zusammen, oder nicht wieder, jetzt ist es hier so komisch zusammen. Schiebe ich das hier hin und das hier hin, das T. Und wir haben wieder das grundsätzlich das gleiche. Aber jetzt können wir jedes einzelne bearbeiten. Das mache ich jetzt auch mit dem Drehungswerkzeug rechts oben. Kann ich mir das hier schön angucken und mir so zurecht drehen, wie ich es möchte. Das würde so ganz gut gehen. Dann nehmen wir das U auch. Vielleicht so. Und das T. Nochmal. Und jetzt können wir entweder hier oben drauf drücken auf diesen Knopf. Oder Steuerung R drücken. Und haben jetzt diesen schönen gedrehten Text. Wundervoll. Den Text haben wir aber noch nicht fertig. Wir wollen schließlich auch noch diese Außenlinien haben. Also halten wir Steuerung gedrückt und haben alle ausgewählt. Und ziehen einfach darüber nochmal und jetzt haben wir den ganzen dupliziert. Jetzt gehen wir hier oben auf dieses Zeichen, wählen Atom Array aus. Jetzt, weil wir drei Buchstaben haben, brauchen wir es wieder dreimal. Und ziehen die Dinger jeweils wieder, mit diesem Pfeil nach unten. Der dann erscheint, wenn man das Story drüber hält, darunter. Und jetzt haben wir diese Hässlichkeiten. Das kann kein Auge ertragen, das sieht grauenvoll aus. Deswegen nehmen wir das. Als erstes, also alle drei ausgewählt. Als erstes ziehe ich den Zylinder Radius nach oben. Dass das so ganz fett und hässlich ist. Ich kann das mal rendern. Und jetzt ziehe ich den Sphere Radius nach unten, dann wird er nämlich gleichzeitig verändert und da sind nicht mehr diese komischen Kreise am Rand. Machen wir jetzt relativ niedrig. Zum Beispiel so. Ja. Das sollte so gehen. Jetzt nehmen wir die anderen, also sozusagen den Text hier, diese drei, kopieren die nochmal und indem wir auf diese kleinen Pünktchen hier klicken und die alle rot machen bei dem ersten Text, den wir gerade kopiert haben, also nicht der Kopie, sondern dem Original sozusagen, machen wir den drauf. Das heißt, die sind in beiden unsichtbar. Die sind beim Rendern unsichtbar, wenn die gerendert werden. Und die sind unsichtbar, wenn man sie jetzt anguckt hier. Das heißt, die sind sozusagen nicht mehr zu sehen. Die sind nur eine Art Sicherheitskopie. Ich würde immer empfehlen, bei solchen Sachen zur Sicherheit, wenn man was falsch macht oder andere Ideen hat, immer so ein paar Backups zu haben. Jetzt haben wir die Texte hier wieder. Und wir hauen einmal auf C mit allen ausgewählt. Dann werden die ein bearbeitbares Objekt. Jetzt haben wir die immer noch ausgewählt. Gehen auf Plugins. Und wählen Frowsy aus. Das ist ein kostenloses Plugin, das ich auch mal wieder in die Beschreibung setzen werde. Falls ihr das nicht habt.
Eigentlich hat jeder, der mit Cinema 4D arbeitet, das. Man könnte auch Nitro Blast benutzen, das finde ich persönlich auch besser, aber Frozy ist die kostenlose Variante, deswegen benutzen wir die. Damit das jeder nachmachen kann. Wir klicken hier auf Frozy, das Hauptprogramm. Wählen so eine Stückzahl von, sagen wir, 70 aus. 70 klingt gut. Und gucken, dass hier alles so ist wie bei mir, so in etwa. Und klicken auf Break Now. Jetzt wird dieser Text schön in diese kleinen dreieckigen Stückchen verwandelt. Das ist jetzt alles schön gut, aber da sieht man noch nichts. Erstmal machen wir hier die Häkchen rein. Und jetzt Nebeneffekt vom Plugin Frozy ist, wenn ich hier auf der Timeline weiter nach unten gehe, würde das alles so komisch nach unten fallen. Hui. Das kann uns ja relativ egal sein. Wenn wir gehen jetzt erstmal auf MoGraph, Effekter und Random. Dann passiert das. Das wollen wir aber nicht. Also wählen wir den Random Effektor aus. Und schieben die Stärke nach weiter, also die Strength nach hier. Keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben. Wir senken die einfach. Und dabei kommt das zustande. Dann gehen wir ein bisschen noch auf Parameter und klicken auf die Rotation und setzen die ein bisschen hoch. Oder schon ein bisschen mehr, dass man das auch noch bei dem niedrigen Effekt da sehen kann. Rotiert, dann dreht sich das noch so ein bisschen und hat noch so ein bisschen mehr Abwechslung. Wir könnten auch noch die Scale auswählen und auf Uniform Scale. Dann so ein bisschen damit rumspielen. Da werden so ein paar Sachen kleiner, so ein paar Sachen größer. Sagen wir so. Sieht ganz niedlich aus so. Und das können wir jetzt nochmal zum Test rendern. Steuerung R. Oder die Taste da oben. Wollen wir mal schauen, wie das aussieht. Das hat doch schon mal was. Das sieht ganz nett aus. Ja. Damit lässt sich schon was anfangen. Jetzt wollen wir aber, dass es nicht nur dieser bloße Text ist, weil das würde bei der Bearbeitung ziemlich schlecht aussehen. Meine Anfänge haben so ausgesehen und ich kann nicht sagen, das bringt euch nichts. Also kopieren wir einfach diese drei bösen Buben hier. Diese Extrude, Nursery, Frozy, Dinger da. Und machen noch ein MoGraph-Effekt da. Random. Da drauf. Dann passiert wieder das gleiche damit. Jetzt wählen wir alle drei wieder aus und schieben die nach hinten. So in der Art. Jetzt ändere ich noch den Seed hier bei Effektor, der jetzt ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und ich... Ja, ich drehe übrigens immer die Kamera so ein bisschen rum, keine Ahnung. Nehme jetzt die Scale, die Uniform Scale und... Ah, nicht so. So ein bisschen so. Und die Rotation. Die Rotation jetzt vor allem. Das ist sehr stark schon. Alle Werte so. Irgendwo so zwischen 180 und irgendeiner anderen Gradzahl. Keine Ahnung. 260 oder so. 270. Das hat jetzt auch schon mal ein bisschen was, aber ich glaube, das wiederholen wir jetzt sogar nochmal. Und das in diesen Random Effektor direkt auf. Ziehen das ein bisschen nach vorne und setzen den Effektor runter. Das ist jetzt, glaube ich, so relativ. Okay. Gut. Jetzt nehmen wir eine Landscape, dann haben wir diese, daraus können wir die komischen Kristalle machen, also eine Landschaft im Prinzip. Die sieht jetzt im Moment so aus. Ich kann hier mal zeigen. Das hat's nicht so. Damit kann man coole Effekte erzielen, das kann ich sagen, aber das ist nicht, was wir jetzt brauchen.
Jetzt klicken wir drauf. Und wählen erstmal Spherical aus. Jetzt ist das Ding viel zu groß, dann nehmen wir dieses Werkzeug hier oben und ziehen einfach so, bis es so eine angenehme Größe hat. Jetzt mache ich hier die Size noch ein bisschen höher und die ein bisschen, die ein bisschen höher und die ein bisschen niedriger. Die Rough Furrows ein bisschen mehr, die Fine Furrows ein bisschen mehr, die Scale ein bisschen mehr. Und den C-Level ein bisschen mehr noch. Und ich würde sagen, ich nehme den anderen Seed. Aber wo ist der Seed hin? Hier. Damit es so zum Beispiel ein schönes Objekt ist. Jetzt mache ich das Ding noch ein bisschen kleiner. Und jetzt haben wir hier eine schön handliche Landschaft. Ich setze da von der jetzt noch ein bisschen die Segmente runter. Damit ich weniger rendern muss, ich bin ja faul. Und da packen wir jetzt irgendein schönes Material drauf. Wie wäre es denn zum Beispiel mit... Ah, ich habe gerade Lust auf... ich weiß nicht. Gelb? Was Gelbes wäre doch mal eigentlich ganz nett. Wenn ich jetzt hier noch auf Cubic gehe und Seamless. Ich kann das erstmal so rendern, also so. Jawohl, das ist schön. So wollen wir das. Jetzt platzieren wir ein paar von diesen Dingern dahinter. Es gibt natürlich noch viele schönere Effekte, aber das ist jetzt der, den ich in diesem Tutorial zeigen werde. Und damit sollte man eigentlich schon ganz schöne Sachen anstellen können. Wo packen wir noch so ein Ding hin? Hier. Und vielleicht noch einen letzten. Huch, da ist einer verschwunden. So. Und hier noch einen. Das hat so ein bisschen was von dem Banner, den ich, glaube ich, für Aileen oder wie der heißt, gemacht habe. Welches sind das, was das da? Genau, das passt nicht so ganz. So. Das hat doch jetzt mal was. Ich nehme mal Steuerung R letztes Mal. Jawohl. So wollen wir das sehen. So ist es schön. Jetzt finden wir eine schöne Perspektive dafür. Sagen wir so. Also, nee, lieber so. Gehen hier oben auf dieses Zahnradding. Alternativ Steuerung B. Und wir wählen Output. Hier sind wir bei der Weite oder Width. Bei lieber 1920 mal 1080, wenn es besser aussehen soll. Das ist einfach nur die Auflösung des Bildes. Unter Save wählen wir noch den Ort aus, wo wir das speichern wollen. Da habe ich hier natürlich meinen. Ich nenne den, erwähne ich ihn, wenn er Tutorial. So. PNG brauchen wir unbedingt hier. Und Alpha Channel muss an sein, damit es durchsichtig ist. Und der Rest sollte auch so sein, wie es hier zu sehen ist. Des Weiteren sollte man Ambient Occlusion aktivieren hier unter Effekt.
Genauso wie Global Illumination und Object Glow ist eigentlich egal. Sollte man aber besser auch. Und bei Global Illumination sollte man die Recall Density auf Low und die Interpolation auf Least Squares und das Smoothing auf Weak haben, damit es schneller rendert. Man kann diese Werte auch höher setzen, aber ist nicht zu empfehlen. Generell alles, was ich hier jetzt zeige, könnt ihr anhalten jeweils und wunderschön kopieren, wenn ihr Probleme damit habt. So, jetzt klicken wir hier auf Render to Picture View, alternativ Shift R. Jetzt haben wir hier diesen Picture Viewer. Habe ich jetzt mal größer gemacht. Und hier können wir jetzt wunderschön diesem Bild beim Rendern zusehen. Und das geht sogar schneller, als ich gedacht habe. Wahrscheinlich ist das Material hier nicht ganz so aufwendig. Ist aber gut. Möchte ich euch jetzt schon mal zeigen, wo wir das in Photoshop gleich bearbeiten werden. Als erstes braucht ihr eine solche Datei, damit ihr darin euren Banner sozusagen speichern könnt. Das heißt, eigentlich kann man nur diesen Bereich in der Mitte sehen. Der Rest ist unwichtig. Also das oben und das unten sieht man eigentlich nie. Ich habe außerdem ganz gerne noch so eine große Datei in 4K oder so, wo man einfach den Render reinziehen kann und bearbeiten kann. Jetzt können wir uns hier schon mal die Datei angucken. Hier habe ich oben und unten diese Linien und hier habe ich einige Hilfslinien, die kann man mit Steuerung und Semikolon oder Steuerung Komma, keine Ahnung, an- oder ausmachen. Die sind einfach nur dafür da, dass ich mich hier orientieren kann. Die werde ich im Laufe des Tutorials immer mal wieder an- und ausmachen. Mit Steuerung Komma. So, der Render ist fertig. Sieht ganz hübsch aus. Und was machen wir mit dem Schnuggi jetzt? Wir gehen auf Photoshop. Drücken Fenster E, um unseren Dateien-Explorer zu öffnen. Keine Ahnung, was man auf dem Mac machen muss. Ich habe nie einen Mac bedient. Auf Suchen da den Ort, wo die Datei gespeichert ist. In meinem Fall hier Tutorial. So. Oh, das war sogar falsch. Wir ziehen das nämlich erstmal hier rein. Einfach mit gedrückter Maustaste Drag and Drop hier reinziehen, bis dieses Plus-Ding jetzt erscheint. Und dann machen wir einen schönen Zoom ran mit gedrückter Alt-Taste und Mausrad. Alternativ ist hier irgendwo das Zoom-Werkzeug hier. Mit gedrückter Maustaste einfach ziehen. Entschuldigung übrigens, meine Nase läuft gerade ein bisschen. Und wir verhellern jetzt im Prinzip wichtige Bereiche und dunkeln andere ab. Das heißt, erstmal ziehen wir das hier hin. Klicken einmal mit dem Radierer drauf, damit das Smart Object gerastert wird. Dann nehmen wir das Pinselwerkzeug, wählen hier einen sehr weichen Pinsel aus. Und mit gedrückter Alt-Taste können wir jetzt mit rechter Maustaste ziehen, um die Größe des Pinsels zu bestimmen. Als erstes möchte ich diesen Text hier, dieses Tut, die Vorderseite davon heller machen, damit man es besser erkennen kann. Das heißt, ich male hier einfach drüber. Das sollte machbar sein. Die Weiche ist dafür da, dass es nicht so beschissen aussieht. So. Jetzt erstellen wir eine Schnittmaske durch Rechtsklick und Schnittmaske erstellen, damit es nicht darüber hinaus leuchtet und wählen weiches Licht aus. Hier oben. Gut, habe ich jetzt aus Versehen verloren. So. Und jetzt sieht es so ein bisschen falsch aus. Das heißt, wir senken die Deckkraft von dieser weißen Ebene. Das kann man hier sehen, wenn ich die mal an- und ausmache, indem ich auf das Auge klicke, kann man deutlich den Unterschied sehen. Und nun werde ich die beiden Ebenen zusammenfügen und mich ganz kurz muten. Oder einen ganz kurzen Schnitt machen. Ja, male hier drüber. Je nachdem, wie genau man es jetzt haben will, kann man es unterschiedlich genau machen.
mache jetzt so ein bisschen genau, so ein bisschen, aber nur, damit man so den Grundsatz erkennen kann. Müsst ihr jetzt nicht so genau machen. Ich will es auch eigentlich gerade gar nicht so genau machen, weil es einfach nur schnell gehen soll, dieses Tutorial. Ich will nicht, dass ihr zu lange dieses Video angucken müsst. Es geht ja nur ums Prinzip. Übrigens entschuldige ich mich, wenn man meine Maustaste oder so hören kann. Oder meine Tastatur. Oder mein Mausrad. Oder irgendwas. So, blub, blub, blub. Und hier noch so ein bisschen schöner drüber. Damit es einfach schön hell leuchtet. Und gehen wieder auf weiches Licht oder alternativ ineinander kopieren, geht beides. Und senken die Deckkraft davon. Ungefähr so. Das sieht ganz gut aus. Jetzt fügen wir die beiden Ebenen wieder zusammen. Stellen darüber noch eine letzte neue Ebene. Und wählen stattdessen hier schwarz auf. Klicken wir auf dem Pfeil. Wenn wir hier schwarz haben, ist haben wir schwarz als Ebene. Wir malen so ein bisschen hier die Steine so am Rand, wenn wir welche haben, so ein bisschen an, dass die nicht mehr ganz so auffallen. Und vielleicht hier noch ein bisschen mehr Schatten hinzufügen. Jawohl. Ist zwar jetzt nicht so realistisch, dass da direkt Schatten ist, aber es sieht einfach teilweise echt besser aus, wenn alles nicht so auffällig ist. Übrigens, dieses Gebiet hier, dieses würde ich jetzt eigentlich weglöschen, aber weil es ein einfaches Tutorial ist, lasse ich das jetzt einfach mal sein. Obwohl ich das jetzt ganz schnell machen könnte. Komm schnell. Das ist jetzt unwichtig. Einfach hier eben mit dem Polygon Lasso heißt es, glaube ich. Bam und ent Nein, das war falsch. Hier von der entfernen. So. Und schon ist es weg. Jetzt fügen wir vielleicht noch ein bisschen. Ja. Steuerung E. Nun brauchen wir einige GFX Packs. Auch immer schöne Sache, die Dinger. So, ich guck mal einfach in das Pack von Apex. Ihr müsst euch davon einfach eine Sammlung machen. Das ist nämlich immer ein bisschen kompliziert, gute zu finden. Background Textures nehme ich davon jetzt einfach mal. Nein. Und die hier sieht jetzt ganz nett aus. Da erstelle ich jetzt auch wieder eine Schnittmaske draus. Man kann den Effekt schon erkennen. Dann will ich schon mal ineinander kopieren aus. Und radiere schlichtweg alles davon weg, was nicht so steinig metallig werden soll. Dass er schließlich leuchten soll, das soll jetzt nicht so ein Kack drüber sein, dass es einfach nur dumm aussieht. Deswegen ganz schnell hier alles wegradieren. Schwuppdiwupp. Und das, ne, hier noch ein bisschen. Sollte es damit gewesen sein. Jetzt senken wir davon noch ein bisschen die Helligkeit. So, jetzt haben wir hier diese schöne Textur drauf, damit es ein bisschen mehr Abwechslung hat. Und wir fügen das wieder zusammen. Damit haben wir dieses Ding hier fertig. Wir nehmen es, ziehen es mit gedrückter Maustaste in das andere, in dieses Ding. Und wählen erstmal die linke untere oder irgendeine Ecke aus. Halten Shift gedrückt,
halten Alt gedrückt, also beide, und ziehen dann an dieser Ecke oder an einer der anderen Ecken. Wichtig, dass es eine Ecke ist. Bis es so ungefähr ins Bild reinpasst. Drücken auf den Haken oder Enter. Ich ziehe es jetzt hier so ein bisschen hoch und drehe es jetzt so ein bisschen. So. Und ziehen das unter dieses schwarze Dingens da, was da im Weg ist. Jetzt haben wir das. Und ich füge jetzt mal eben die zusammen. So. Jetzt erstelle ich eine Ebene da drunter, auf die ich Farbe mache. Schwarz, um genau zu sein. Jetzt haben wir das so. Jetzt haben wir einen schwarzen Hintergrund. Über den erstelle ich jetzt einfach mal so ein bisschen mehr so Grunge, so. Ups, natürlich in Weiß. Dass es halt so ein bisschen Textur bekommt, dieser Hintergrund. So 5% sind ganz gut. Jetzt nochmal so ein bisschen die und jetzt so ein bisschen leichter. Machen wir mal so 3% davon und noch eine letzte. Das machen wir jetzt so ganz, ganz groß. Die machen wir auf 2%. So. Dann hätten wir das. Jetzt nehmen wir unseren Render hier. Die können wir eigentlich alle auf eine Ebene packen. So. Jetzt nehmen wir unseren Render hier, mit STRG J duplizieren wir ihn, ziehen die, wählen die untere davon aus und halten wieder Shift und Alt gedrückt. Alt bewirkt, dass es vom Mittelpunkt, der hier ist, aus skaliert wird, also vergrößert oder verkleinert. Und Shift, das ist gleichmäßig. Das heißt, wenn ich Shift nicht drücken würde, würde das passieren. Und wenn ich Alt nicht drücken würde, würde das passieren, also halte ich beide. Und mache das jetzt dahinter jetzt noch mal so ein bisschen größer. Das sieht jetzt natürlich scheiße aus. Und deswegen mache ich das ein bisschen kleiner. Oder ein bisschen, nicht kleiner, ein bisschen undurchsichtiger. Und wähle ein paar Filter aus. Dann nehme ich jetzt am besten einen Verzerrungsfilter. Schwingung nehmen wir da mal. Okay. Das sieht jetzt ein bisschen lustiger aus. Jawohl. Und da nehmen wir jetzt noch einen Weichzeichnungsfilter dahinter und einen Gaußschen Weichzeichner schön. Und so ein bisschen Weichzeichnen tun wir das auch noch. So, dann haben wir das jetzt auch so. Was als nächstes? Noch ein paar schöne Texturen am Rand. Vielleicht hier die. Sieht ganz nett aus, habe ich noch nie benutzt. Packen wir mal dahinter. Hinter alles. Ups. Natürlich die meine ich. So. Auch mal so ein bisschen. Und jetzt brauchen wir so ein paar Partikeleffekte oder ähnliches. Nicht das. Was ist denn das? Nee. Das sieht ganz nett aus. Keine Ahnung, was es ist, aber es sieht nett aus. Für diese Ebene radieren wir erstmal den Rand weg. Die schwarzen Hintergrund hat. So. Machen wir auch mal ein bisschen kleiner. Und wählen negativ multiplizieren aus.
ich jetzt mal hier drüber, Steuerung J. Packe ich jetzt mal auch noch hier drüber, Steuerung J. Drehe das ganze Ding. Der ist ein bisschen anders. Mach es ein bisschen kleiner, glaube ich. Noch ein bisschen. Drehe es dann noch so ein bisschen. So, Steuerung J. Wieder drehen. Ups. Steuerung J. Wo ist noch keins davon? Hier noch ein bisschen kleiner. So. Und von jedem von denen radieren wir es jetzt so weg, dass es hier irgendwie so dran passt. Eigentlich kann ich die alle einfach auf alle Ebenen, auf eine Ebene, ups, negativ multiplizieren wieder. Packen. So. Und so. 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 Überall noch ein bisschen wegradieren. Bis es irgendein halbwegs gut aussehenden Effekt erzielt, was es jetzt irgendwie tut. Ja, das sieht jetzt natürlich noch nicht so geil aus. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, erstelle ich eine neue Gruppe, indem ich hier unten drauf klicke. Mit der ausgewählten Gruppe wähle ich hier diesen kleinen komischen Kreis aus. Gehe auf Verlaufsumsetzung. Wenn das so... Wir wollen eine schwarze nach weiß und der weiß nach schwarz kennen. Und wenn das so aussieht, gehen wir auf Umkehren. Dann sieht es so schwarz-weiß aus. Und jetzt gehen wir hier oben auf weiches Licht. Das sieht jetzt komisch aus. Deswegen senken wir die Deckkraft davon. Das haben wir jetzt schon, wenn wir die Gruppe so haben. Hier können wir eigentlich mal CC nennen für Color Correction. Nämlich genau das machen wir jetzt gerade. Dann packen wir noch eine Verlaufsumsetzung darüber. Die mache, dann nehme ich jetzt mal so ein Gelb aus diesen Vorgaben hier. Und ich wähle für die Farbton aus. Damit diese Blitze darauf und die Farbe generell so schön gelb wird. Aber ich bin mit der nicht so ganz zufrieden. Vielleicht lieber die, ja. Die sieht gar nicht mal so scheiße aus. Jetzt packen wir noch eine da drüber. Die machen wir wieder weiches Licht. Hier ist ein bisschen rosa, lila. Das wird Wunder, glaubt mir. Weiches Licht. So ein bisschen nur. Das ist jetzt diesen leichten Effekt, aber der hat dann was. Und diese winzigen Kleinigkeiten. Nehmen wir noch so ein Lila dazu. Der ist aber nur ganz, ganz leicht. Wobei es auch ein bisschen das gleiche jetzt nochmal nehme ich sogar. Und zwar für den Farbton. Wenn ich den jetzt nur so ein bisschen nehme, sieht die Farbe jetzt sehr bronzefarben interessant aus, würde ich es mal nennen. Jetzt können wir hier schon deutlich einen Unterschied erkennen. Jetzt nehmen wir eine Verlaufsumsetzung, nehmen wir mal so was Blaues. Und weiches Licht, weiches, nicht hartes Licht. Und senken das Ganze wieder. Jetzt haben wir diese Schönheit hier. Und die Eigenschaften kurz zu machen. Das ist doch mal wundervoll. Wenn ich diese Schritte jetzt so schnell gemacht habe, müsst ihr euch das mehrfach angucken, weil das kann ich jetzt schlecht alles erklären. So, jetzt packen wir noch mehr darüber. Jetzt kommt noch der Farbton und die Sättigung dazu. Jetzt können wir hier den Farbton von den Dingern ein bisschen umstellen. Machen wir das Gelb noch so ein bisschen so in die Sättigung. Noch ein bisschen höher. Die Helligkeit vom Ganzen. Die Dunkel. Ein bisschen heller machen wir das Ganze schon. Komm. Und da packen wir jetzt noch eine Farbbalance dazu. Die mache ich jetzt in diesem Fall ein bisschen mehr in Richtung Rot. Magenta auch so ein bisschen. Und Gelb. Jawohl. Und ja, ein Kanalmixer. Ein bisschen mehr Rot rein. Ein bisschen weniger Grün. Ein bisschen mehr Blau.
Und eine selektive Farbkorrektur möchte ich dann noch reinpacken, weil dieses Cyan-mäßige Dingens hier mir nicht so gefällt. Aber es scheint mir nichts zu bringen, also lösche ich die wieder. Und ich packe da jetzt noch ein die Dynamik drüber. Die drehe ich runter, hier die Dynamik, aber dafür die Sättigung hoch. Das hat diesen Effekt zur Folge. Das hat so ein bisschen mehr Dynamik vielleicht doch noch. Das hat so ein bisschen leicht veränderte Farbe zur Folge. Darüber jetzt nochmal abschließend, oder nicht unbedingt abschließend, nochmal so eine schwarz nach weiß mit weißem, weichem Licht. Und Gradationskurven noch. So, das ein bisschen so, das ein bisschen so. Die auch auf weiches Licht am besten. Ein bisschen niedrigere Deckkraft davon. Das sieht jetzt ja schon mal ganz geil aus. Das muss man jetzt mal zugeben. Was machen wir denn jetzt? Ein Fotofilter drüber, wenn wir es können. Auch auf weiches Licht. Und auch mit einer niedrigen Deckkraft. So. Darunter vielleicht jetzt noch ein bisschen gefakedes Licht, würde ich mal sagen. Wenn wir die Hilfslinien hier fahren. Darauf wieder weiches Licht, einfach auf so eine gemalte Linie hier. Und hier wieder unter diesem Punkt noch einen Verlauf von Rot, einen richtig schönen dunklen, nee, hellen Rot. So, erstmal hier, okay, und dann hier. Von Rot auf Transparent. Aber, nehmen wir nochmal. 90 Grad, aber umkehren. Nicht umkehren. So ist doch besser. Das Ganze skaliere ich jetzt noch ein bisschen. So. Weiches Licht da auch nochmal drauf. Oder auch besser nicht. Aber die Helligkeit davon runter. So ein bisschen, dass man so ein bisschen so hat. Ja, und jetzt baue ich darüber noch eine Gruppe auf und alles, was in dem ganzen Banner drin ist, außer diesem Overlay, packen wir da rein. Das heißt, wenn wir die unsichtbar machen, kommt das dabei raus. Mit Steuerung und J duplizieren wir diese Gruppe, machen die untere durchsichtig, wieder, ich kann nur sagen, Sicherheitskopien und Steuerung E, damit wir diese obere Gruppe zusammenfügen. Würde übrigens so aussehen, wenn wir dieses Overlay wegmachen, aber ist ja egal. Wieder mit Steuerung J haben wir jetzt eine Sicherheitskopie von dieser Gruppe schon wieder. Ich mache ein bisschen viele Sicherheitskopien, ich weiß. Und als erstes benutze ich eigentlich immer den Filter Ölfarbe. Kann ich jetzt mal ein bisschen näher rangehen. Als erstes stelle ich auch mal die Glanzstärke runter. Stilisierung spiele ich jetzt ein bisschen mit rum, aber das sieht sogar jetzt ziemlich cool aus so. Es hat wirklich was. Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen transparent machen. Ja. Hat jetzt so einen geilen Touch. Mit Steuerung E wieder die beiden Zusammenhänge und mit Steuerung J wieder eine neue Sicherheitskopie sozusagen. Jetzt in der Filtergalerie ein bisschen rumgucken, was es da so gibt.
hier direkt wieder Ölfarbe getupft, habe ich irgendwie ausgewählt gehabt und diese Werte scheinen ganz gut zu passen. Aber wenn ich nicht überall an, zum Beispiel, nein, ich will natürlich den Radierer. So, jetzt haben wir das so. Und wir erstellen jetzt noch, packen das erstmal wieder zusammen, erstellen wieder eine Sicherheitskopie. Gucken wir in die Filtergalerie, was sie noch so für uns übrig hat. Glas sieht jetzt ganz cool aus. Hier am Rand so ein bisschen mehr gekräuselt. Wieder das gleiche gemacht. Davon habe ich noch was wegradiert. Und diese obere wenden wir jetzt final noch den Gaußschen Weichzeichner drauf an. Das ist hier schön weich gezeichnet haben. Und ganzen Text entweichzeichnen wir sozusagen wieder. Dass wir das hier so haben. Steuerung J wieder. Und jetzt noch ein Weichzeichner, aber viel schwächer, so also ganz, ganz leicht. Und machen den Radierer jetzt deutlich kleiner und radieren nicht alles weg. So. Jetzt haben wir diesen wunderhübschen Text auf diesem wunderhübschen Banner. Dazu muss ich jetzt eigentlich nicht mehr viel sagen, oder? Das Ding ist fertig. Also dann danke fürs Zuschauen. Ihr könnt euch auch noch irgendwelche Color Correction Packs oder so von mir runterladen. Kann ich auch nochmal verlinken. Ich werde versuchen, alles zu verlinken, was ich in diesem Video gezeigt habe an Packs. Ansonsten, wenn ich es nicht schaffe, es zu verlinken, schreibe ich rein, was es sein sollte. Und ja, sorry, wenn ich manchmal etwas verpeilt war oder etwas schnell gemacht habe. Aber ich habe versucht, möglichst alles passend anzulegen und passend zu machen und schnell zu machen. Na, wenn es euch gefallen hat und ihr auch noch nicht abonniert habt, abonniert mich bitte, denn das war wirklich auch Arbeit. Und ich mache im Moment noch kostenlose Banner. Wenn ihr also unbedingt einen braucht und meine Zeit stehlen wollt, könnt ihr noch einen verlangen. Und jetzt würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Kommentiert, was ihr noch gerne sehen möchtet. Ein englisches Tutorial folgt bald für einige englische Zuschauer. Und haut rein und viel Spaß mit dem Tutorial. Ciao.